Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem ersten Teil meines Büchermonats aus dem Monat März. Ja, der März war ganz okay. Ich habe definitiv weniger gelesen, als bei mir eingezogen ist. Das habe ich euch im Neuzugänge-Video letzte Woche schon erzählt. Und ja, finde ich ein bisschen tatsächlich schade, aber war durchaus auch anzunehmen, da ich ja 3,5, 4 Tage im Grunde unterwegs war, auf der Messe war und an den Messetagen wirklich gar nicht irgendwie zum Lesen gekommen bin. Zum einen natürlich auch einfach, um die Freundezeit zu genießen und da auch überhaupt kein Platz irgendwie zum Lesen gewesen wäre. Und man auch sagt, so gedanklich ist man dann einfach ganz woanders und ich hätte mich wohl gar nicht auf irgendwie ein Buch konzentrieren können. Danach folgend kam ja die Zeit, als ich mir den Finger gebrochen habe und ja, er ist aktuell noch im Gips und auch da waren die ersten 2 Tage so ein bisschen schwieriger mit Lesen. Hören ging tatsächlich ganz gut, aber gerade ein Buch halten oder sich darauf zu konzentrieren, etwas zu lesen, war einfach ein bisschen schwieriger und dementsprechend war dann einfach die letzte Märzwoche so ein bisschen so lala, muss man tatsächlich sagen. Es kam dann Ostern, es kamen schöne Tage und dann sind es tatsächlich noch 11 Bücher geworden, was ich tatsächlich ganz gut fand und auch was sternetechnisch den Monat betrifft, der war tatsächlich sehr erfolgreich. Ich bin bei 3,82 Sternen gekommen. Ich muss sagen, ich hatte hier tatsächlich das Gefühl, durch 2 Highlights und wirklich gute Bücher, dass ich hier an diesen 4 Sternen so ein bisschen rankomme. Es gab kein Flop-Buch, kein Abbruchbuch und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe 4 haptische Bücher gelesen, 3 E-Books und dann 4 Hörbücher. Das ist auch so das, wo ich immer denke, so ein Hörbuch in der Woche, das klappt ja meistens. Im Durchschnitt, nein, es waren 4090 Seiten. Im Durchschnitt kommen wir so auf 132 Seiten pro Tag. Das würde ich so bedingt nur gut finden oder unterschreiben oder so vom Gefühl, weil ich glaube, dass hier eben einfach die ja 4, 5 Tage, wo ich gar nichts gelesen habe, einfach so ein bisschen reinfallen. Deswegen würde ich den Durchschnitt doch ein bisschen höher nehmen, aber dadurch, dass natürlich die Bücher oder die Tage, die nicht gelesen wurden, so ein bisschen aufgefangen werden. Ja, jetzt kommt gerade hier so ein bisschen Sonne rein, aber ich hoffe, das stört uns nicht weiter. Ja, 4 Hörbücher habe ich gehört mit insgesamt knapp 54 Stunden Hörzeit, was ich tatsächlich auch ganz okay finde. Also gerade dadurch, dass ich es ja nicht unbedingt in der 1er Geschwindigkeit höre, ist das tatsächlich auch so von der Hörzeit tatsächlich so das, was ich mir auch vorstellen kann. Ich so denke, so eine Stunde am Tag höre ich bestimmt und das kommt dann so vom Gefühl auf jeden Fall auch hin. Ja, Durchschnittssternezahl habe ich auch schon erzählt. Ich werde jetzt über die ersten 5 Bücher des Monats sprechen und im nächsten Video, im zweiten Teil, kommt dann eben Buch 6 bis 11, also ja, 6 Bücher. Das ist sich natürlich bei 11 Büchern nur so ein schwierig mitteln, aber ich denke jetzt 5 und dann kommen die 6. Der Vorteil ist, ich habe die ersten 4 Bücher schon in einem kleinen Clip zusammengefasst. Das heißt, die spare ich mir heute an dieser Stelle und ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz gut, dass das Video jetzt für mich hier zum Drehen ein bisschen kürzer ist und auch zum Schneiden kürzer ist und ihr trotzdem ein hoffentlich ja, unterhaltsames Video von mir bekommt. Ihr findet die Bücher vom ersten Teil jetzt, also die ersten 5, unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr mehr wissen wollt über den Klappentext, über den Preis und die Möglichkeiten, wie ihr das Buch lesen oder hören könnt. Klickt da gerne mal rein und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit den ersten 5 Büchern des Monats. Buch Nummer 1 im März war Die Burg von Ursula Poznanski, welches ich als Hörbuch gehört habe. Ich habe schon einiges von Ursula Poznanski gelesen und auch gehört. Und ja, dieses Buch war jetzt ein Highlight von der lieben Anka. Das hat sie mir beim Treffen auch wunderbarst erzählt und schmackhaft gemacht. Sprecher ist Rainer Strecker, der ist Schauspieler und Hörbuchsprecher und passt demnach tatsächlich auch ganz gut, weil er natürlich die unterschiedlichen Stimmen, Charaktere wirklich sehr gut eingefangen hat und einen auch wirklich in diese Rolle sehr gut mitnimmt. Allerdings möchte ich sagen, dass ich ihn an mancher Stelle fast too much fand. Also ich fand, er neigt manchmal ein bisschen zur Übertreibung, liegt vielleicht am Schauspielergehen, aber er gibt wirklich keinen großen Kritikpunkt. Ich fand das Thema rund um die Burg super spannend. Ich war selbst schon 2, 3 Mal in Escape Rooms und fand auch diese Idee mit dieser künstlichen Intelligenz richtig spannend, weswegen ich dann auch bei BookBeat zum Hörbuch gegriffen habe. Ja, wir treffen hier in der Geschichte jetzt den Milliardär Nevio, der eine halb verfallene Burg in Greifenau, das habe ich mir extra aufgeschrieben, nicht nur instand gesetzt hat und renoviert hat, sondern er hat auch eine ganze Escape Room Welt im Grunde eingebaut. Es gibt
gibt unterirdische Geheimgänge, es gibt wirklich gruselige Verliese, wir haben Gruften. Alles erinnert wirklich stark an die damalige mittelalterliche Zeit. Aber er hat eben eine moderne künstliche Intelligenz, also eine KI-Technik mit hineingebaut, um so eben das perfekte Spieleerlebnis für jeden einzelnen Gast im Grunde zu kreieren. Die KI wägt im Grunde ab, beziehungsweise bekommt ein paar Hinweise von denen, die daran teilnehmen und kann natürlich auch sehr intuitiv sozusagen reagieren, wie ist das Verhalten dieser Gruppe. Und so bekommt diese Besuchergruppe eben ein einmaliges und ganz individuelles Spieleerlebnis und es variiert dann eben auch. Also es ist die Möglichkeit von Fantasy, es gibt Vampire, es gibt auch einfach das Spiel mit der, einfach nur das mittelalterliche Festung und die KI reagiert eben darauf, welche Gruppe hat sie vor sich, wie ticken die, was finden die gut, vor was gruseln die sich, vor was ist ihre, was finden sie nicht so gut, also wo tun sie sich vielleicht auch schwer, das zu lösen. Und so wird es eben wirklich sehr, sehr, sehr innovativ und auch abwechslungsreich. Wir haben hier dann eine Gruppe von Experten, die eingeladen werden, um eben das Projekt zu testen, also die von Nevio ausgewählt wurden und dann eben auch für diese Erfahrung, die sie dort erleben haben, natürlich auch werben sollen, weil die Experten in der Regel dann eben auch noch Influencer sind, beziehungsweise dann eben auch die Möglichkeit haben, ja, diese neuartige Escape-Welt im Grunde vorzustellen. Doch es kommt natürlich, und das lässt sich relativ schnell erahnen, dazu, dass die KI die Burg übernimmt und es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt. Es war für mich wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte mit einer sehr innovativen, spannenden Idee. Es gab packende Momente. Ich muss aber tatsächlich sagen, die Charaktere sind wahrscheinlich so ein bisschen mein Kritikpunkt. Vielleicht direkt als erstes, der Schreibstil von Ursula Poznanski ist wirklich großartig. Ich finde ihn packend, ich finde ihn spannend, ich mag, wie sie diese innovative Idee im Grunde einfädelt, wie sie ausbaut, wie sie weiterdenkt, wie sie uns da auch mitnimmt. Ich finde, das macht sie richtig gut. Ich finde sie sehr modern von ihren Dialogen, von ihren Dingen, wie die Menschen miteinander umgehen, fand ich richtig, richtig gut. Mochte ich sehr die Einbindung der KI. Ich fand es toll, wie die mit Ängsten, Vorurteilen gearbeitet hat, gerade die auch wir Menschen uns vielleicht gegenüber ja immer mal so ein bisschen stellen oder ja, wir das ja auch nicht abschalten können. Mir persönlich war es fast ein wenig zu viel Warnung. Denn man muss natürlich sagen, ich verstehe die Ängste, die die Menschen vor einer KI haben. Vielleicht haben viele auch zu viel Matrix gesehen, kann durchaus sein. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass eine KI einfach irgendwas tut. Also das ist für mich so ein bisschen, denn ich glaube, man hat als Programmierer schon noch die Macht über eine KI. Und ich glaube, dass man durchaus in der Lage ist, diese KI zu steuern, diese KI so zu programmieren, wie sie dann auch gesteuert werden kann, dass man sie einschränken kann und eben auch kontrollieren kann. Ich fand hier ein ganz tolles Beispiel, zum Beispiel bei Interstellar. Da gibt es diese Art Raumschiff-Roboter, nennen wir sie mal so. Und da legt man eben fest, wie viel Ehrlichkeit, wie viel Humor, wie viel Selbstständigkeit. Und das ist dann ein Passus, an den sich dieser Roboter auch halten muss. Denn er ist ja schließlich so programmiert. Ich fand das ein bisschen merkwürdig, dass sie zwar diese Idee so aufgreift mit der KI, aber sie dann so zum Teil sehr kritisch sieht und sie einfach machen lässt, was sie denkt. Das fand ich, das hat sich so für mich, die sich doch ein bisschen mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, das war für mich ein bisschen unschön. Also ich verstehe die Warnung, ich verstehe, warum sie diesen Weg wählt, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Offenheit tatsächlich gewünscht und ein bisschen mehr, ja, der menschliche Einfluss, dass der eben nicht einfach abhanden kommt. Und zudem muss man auch sagen, es ist eine KI nicht einfach von sich aus zynisch oder gar humorvoll. Das muss man natürlich einem Roboter, einer KI auch mitgeben. Also ich kann der natürlich sagen, sei zynisch, dann sucht die irgendwo, was ist denn Zynismus? Und dann wandelt sie das vielleicht irgendwie um, aber sie ist ja nicht von sich aus einfach zynisch. Also ich glaube, Emotionen muss man schon irgendwie vorgeben, und dann kann auch für meine Begrifflichkeit der Programmierer nicht ganz so überrascht sein. Ja,
Aber neben diesem etwas kritischen Punkt zur KI, der mich jetzt aber nicht gestört hat, sondern der tatsächlich eher so mein Denken, also das finde ich ganz gut, denn es ist ja doch eher ein Jugendspannungsroman, also vom Thriller sind wir hier wahrscheinlich ein bisschen weg. Ich würde schon sagen, eher ein Jugendspannungsroman. Ich finde den Denkansatz hier, die KI auch mal ein bisschen gefährlicher wirken zu lassen, gar nicht so schlecht. Ich bin halt einfach 20 Jahre älter, habe mich mehr damit beschäftigt. Ich hätte es vielleicht nicht ganz so gruselig gesehen. Auch die Charaktere blieben diesmal tatsächlich ein bisschen blass. Es wirkte auch keiner irgendwie sympathisch und auch nicht die, die man eigentlich mögen wollte und wahrscheinlich auch sollte. Man konnte nicht so richtig mitfiebern. Also ich war so ein bisschen abseits der Geschichte, obwohl ich schon immer mitgenommen wurde und das hat Ursula Poznanski gut gemacht. Ich bin aber eher wegen der Story und wegen der Spannung dran geblieben, nicht wegen der Charaktere. Es gab keinen so richtigen Ankercharakter, was mir schon ein bisschen schwer fiel, dann irgendwie so ein bisschen zu sagen, also mir sind die nicht alle einfach egal und KI, mach mal. Also gefühlt war mir die KI wahrscheinlich noch am sympathischsten. Schwierig, schwierig. Ja, aber sonst, also ich möchte tatsächlich schon sagen, dass das ein sehr guter Jugendthriller, Jugendspannungsroman war. Es war jetzt auch kein klassischer Thriller. Da fand ich ihn tatsächlich ein bisschen zu wenig spannungsvoll. Aber wäre ich jetzt einfach 20 Jahre jünger, irgendwas zwischen 14 und 20, hätte ich das tatsächlich großartig gefunden. Und das ist ja auch die Zielgruppe, die dahinter ist. Es ist eine spannende Story, die dieses Escape Room aufgreift, die künstliche Intelligenz so ein bisschen diese Ängste schürt und mitnimmt und uns wirklich da packend auch mit hineinnimmt. Und ich glaube, für die Zielgruppe ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Story. Bei mir würde ich jetzt so ein, zwei Sachen einfach ein bisschen abziehen, weil ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so überraschbar bin und da einfach vielleicht in dem Thema KI auch ein bisschen tiefer drin bin und sage, ach, ist nicht alles so vermutlich, wie sie das darstellt. Aber ich würde es empfehlen für alle die einfach irgendwie einen schönen Spannungsroman lesen wollen, die auch vielleicht zu diesem Thema einfach mal was lesen möchten oder auch hören, denn auch das Hörbuch kann ich durchaus empfehlen. Und dementsprechend ist es eine Empfehlung mit so ein, zwei kleinen Kritikpunkten. Buch Nummer 2 ist dann leider etwas anders, als ich es erwartet hatte. Und zwar Der Hund als Spiegel des Menschen von Maike Maja Novak. Ist mein zweites Buch der Autorin, ist auch ein Rezensionsexemplar und sie ist bekannt als die Hundeflüsterin. Sie hat einige Spiegel-Bestseller geschrieben, beschäftigt sich sehr mit der Mensch-Hund-Kommunikation, hat auch einige Fachartikel geschrieben und ist auch Trauma-Expertin und ist auch staatlich zugelassene Heilpraktikerin für Psychotherapie und zertifizierte Tiertherapeutin. Also alles in allem haben wir hier wirklich eine fachkundige Frau, von der ich ein bisschen was anderes in diesem Buch erwartet hatte. Das Buch greift Traumaheilung auf und in diesem Zusammenhang eben dann auch mit dem Hund, mit dem Zusammenleben, mit dem Warum, was ist die Motivation dahinter, einen Hund zu haben, welchen Hund sucht man sich aus. Natürlich auch mit anderen Tieren möglich, aber Maike Maja Novak greift hier eben explizit schon den Hund auf und macht das, glaube ich, auch wirklich tatsächlich ganz gut. Wir haben hier die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Mensch in Gegenwart von anderen Menschen, in Gegenwart von Hunden. Und da muss ich tatsächlich zustimmen. Ich bin als Mensch durchaus sehr viel freier, offener und ich glaube auch mehr ich selbst in Gegenwart von Tieren. Ich glaube, das spiegelt sich auch oft vielleicht noch in Gegenwart von Kindern wieder, weil natürlich Kinder auch von sich aus sehr frei, sehr offen, sehr sie selbst sind und dass wir da als Erwachsene dann auch das wieder mitspiegeln und da mitgehen. Also ich fand den Vergleich und den gab es auch einige Male in dem Buch, Mensch mit Hund und Mensch mit Kind. Ich glaube, da ist ganz viel drin, dass wir wirklich von Kindern eigentlich noch was lernen können. Und ich habe mich da sehr wiedergefunden. Die Geschichte, das Buch, zeigt uns im Grunde ganz verschiedene Lebenswege mit Hunden, wie unterschiedlich diese eben auch einfach sein können, wie passend auch unsere Vierbeiner oft zu unserer Lebenssituation sind, zu uns selbst sind. Natürlich wird das eher rückwirkend klarer, als wenn man im Gegenwart sozusagen drin ist. Und auch da habe ich einiges wiedererkannt, warum mein Hund der Hund ist, der er ist.
dass ich mir manches leichter vorgestellt habe und anderes nicht so schön, wie es dann eben doch gekommen ist. Also, ne, man kann nur rückwirkend sozusagen das natürlich betrachten. Es gibt sehr viele bewegende Geschichten, wenn wir uns da eben auch angucken, wie der Hund so als revolutionärer Therapeut aufgezeigt wird. Das fand ich tatsächlich auch ganz gut. Und es gibt auch ein paar Arbeitsimpulse mit Fragen, Reflexionen, Meditationen, Atemübungen, die eben in dem Buch drin sind, die man dann eben entweder im Buch macht oder wie ich dann eben auch einfach auf in einem Notizbuch macht. Ich fand die Impulse zum Zusammenleben und auch dem Arbeiten mit den Hunden, das gefiel mir sehr gut. Ich finde, das hat Maike Meyer-Nowak richtig gut rübergebracht. Mir war es an vielen Stellen sprachlich zu ausführlich und detailreich und ich hatte einfach eine andere Erwartung. Und wenn mich jetzt jemand fragt, Steffi, was hast du denn erwartet, könnte ich es nicht in Worte fassen. Aber es ist einfach etwas anderes. Und ich weiß, es ist jetzt nicht sehr befriedigend für all die, die eben halt auch sagen, das Buch interessiert mich. Ist das was für mich? Ich fand den Sprachstil auf jeden Fall okay. Ich fand ihn aber wirklich an vielen Stellen zu ausführlich. Also wir hatten hier Therapiesetzungen, die wirklich Wort für Wort der Dialoge wiedergegeben wurden. Ich hätte mir eher eine Zusammenfassung gewünscht, wie in dem Buch, was ich ja zuerst jetzt vor kurzem von ihr gelesen hatte. Ich hatte gelesen, wie viel Mensch braucht ein Hund? Und da fand ich es schöner, dass sie wirklich so Fall für Fall betrachtet hat und dann so ein bisschen die Quintessenz rausgezogen hat. Natürlich schon mit den Dialogen, die es auch mit den Hundehaltern im Grunde gibt. Aber das war mir hier oft zu detailreich. Das hat mich zu Teilen auch einfach überhaupt nicht interessiert. Ich fand es auch schwierig, über Therapie zu sprechen, wenn da kein wirkliches ärztliches Attest dahinter steht. Und jetzt finde ich es immer schwierig, wenn man sagt, ich habe ein psychisches Problem, ich werde getriggert, ich brauche da eine Therapie. Ich finde, wir benutzen diese Worte schon sehr häufig sehr inflationär. Und auch dieses Triggern zum Beispiel, das ist etwas ganz anderes, wofür wir es oft verwenden. Und ja, das finde ich tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Und so fand ich es auch hier drin schwierig, weil ich hätte es mir einfach irgendwie allgemeiner gewünscht. Mich interessiert eine Therapiesitzung und eine Traumatherapie von anderen Menschen nur bedingt. Ich hätte mir eher aus ihrem Erfahrungsschatz, glaube ich, etwas gewünscht, das eben so ein bisschen allgemeiner ist und jeder so ein bisschen was davon mitnehmen kann. Und ich weiß auch nicht, ob man immer über das Zusammenleben mit dem Hund direkt so auf eine Therapieebene gehen kann. Sie hat es hier schon versucht und ich habe auch ihren Ansatz erkannt. Aber ob das wirklich fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Einige Impulse hier drin haben aber definitiv Zeit auch zum Verarbeiten gebraucht. Ich mochte diese Passagen auch richtig gerne, waren mir aber tatsächlich dann zu wenige. Ich fand auch manches sehr berührend. Also da ist dann schon vieles, wo ich sage, da fühle ich mich angesprochen, ohne da jetzt zu viel in die Details zu gehen. Aber ich muss sagen, es ist schon ein Buch, was ich nicht grundsätzlich empfehlen würde. Es hat schon einiges an Einschränkungen, weil ich auch einfach denke, dass dann nicht jeder etwas mitnehmen kann und man schon sehr offen sein muss und man, ich glaube aber auch als Mensch, nicht einfach die Verantwortung von seinem Trauma, von seinem, sagen wir jetzt hier vielleicht auch von der Trauer, da waren einige Beispiele dabei, ich kann das nicht auf mein Tier reflektieren und meinen Hund angucken, der jetzt gerade auf der Couch liegt und sagen, so, du bist jetzt mein Therapeut, du therapierst mich jetzt, was Trauerbewältigung angeht und Traumabearbeitung und ich habe hier noch eine psychische Baustelle, mach mal. Die Verantwortung liegt bei Menschen und das fand ich hier ein bisschen, ja, der Hund kann unterstützen oder das Tier kann unterstützen, aber ja, ihr merkt meinen Struggle, mein innerliches so hin und her gerissen sein. Ja, bedingt empfehlenswert. Ich glaube, wer die Arbeit der Hundeflüsterin mag, der wird hier, glaube ich, schon auch das finden, was er sucht. Für mich war es manchmal ein bisschen unpassend. Ja, so ist das manchmal. Das dritte Buch entführt uns mal wieder nach Japan. Und zwar ist es das Restaurant der verlorenen Rezepte von Hisashi Kashiwai. Ich hoffe, man spricht es so aus, ist bereits letztes Jahr als Rezi-Buch bei mir eingezogen und mich hat hier natürlich so ein bisschen der angepriesene japanische Stil angesprochen. Der Autor ist eigentlich ein Zahnarzt in Kyoto, schreibt aber nebenher eben auch Bücher und hat hier für dieses Restaurant eine ganze Reihe geplant und es sind eben diese Food Detectives. Und Teil 2 ist auch schon für Ende Mai angekündigt. Also es wird hier eine Reihe werden und
Das merkt man durchaus dem ersten Band schon ein bisschen an. Wir haben in diesem Buch drei Kurzgeschichten, was ich so überhaupt nicht erwartet hatte. Die Geschichte beginnt im Grunde damit, dass wir auf Rezeptsuche gehen, beziehungsweise die Menschen, die eben in das Restaurant von Detective Nagare und seiner Tochter Koishi kommen. Bisschen schwierig an Namen und sich das zu merken, deswegen ist das auf dem Zettel notiert. Und sie sind eigentlich Café-Restaurant-Besitzer in Kyoto und servieren traditionelle Gerichte der japanischen Küche. Und sie möchten eben Rezepte wiederbeleben, die zum Teil schon total in Vergessenheit geraten sind, die ihre Gäste eben aus der Kindheit kennen und damit natürlich auch eine gewisse Emotion verbinden. So können sie eben ihren Gästen nicht nur eine Freude machen, sondern eben durchaus auch Trost schenken. Und das erleben wir eben in diesen drei Geschichten, die nicht so wirklich einen roten Faden haben, nicht zueinander irgendwie stehen, sondern eben immer dieses Vater-Tochter-Gespann eine Rolle spielt und dieses Restaurant, und dann haben wir eben die unterschiedlichen Geschichten. Ich habe überhaupt nicht mit Kurzgeschichten gerechnet, muss aber schon sagen, dass ich einfach diesen japanischen Stil sehr, sehr gerne mag, weil er doch manchmal ein bisschen distanzierter ist, nicht so emotional ist, muss aber sagen, mir hat hier tatsächlich so ein bisschen Tiefgang an mancher Stelle gefehlt. Ich hatte schon also was anderes erwartet. Ich hatte eine zusammenhängende Geschichte erwartet, durchaus da drin, vielleicht mit verschiedenen Menschen, die in dieses Restaurant kommen. Doch die Geschichten haben wirklich keinen Zusammenhang. Sie stehen nicht in Bezug zueinander. Man lernt natürlich die beiden Charaktere besser kennen, aber man bleibt schon sehr oberflächlich in den einzelnen Geschichten, weil man dann gar keine Zeit hat, diese Geschichten länger zu beschreiben. Das Erzählschema dieser drei Geschichten war sehr ähnlich. Also kannte man eine, kannte man alle drei. Es gibt einiges an Wiederholungen und auch die Enden, besonders gerade auch der letzten Geschichte, die wirkten immer sehr plötzlich. Als hätte man gesagt, pro Geschichte nur 80 Seiten und dann war man ein bisschen ausschweifender und dann merkte man, oh, ich habe nur noch 5 Seiten, ich muss zum Ende kommen. Und das hat mir leider nicht gefallen. Sprachlich war schon typisch sehr japanisch, asiatisch. Ich mag diesen ruhigen Erzählstil sehr, sehr gerne. Allerdings glaube ich, es lag auch einfach an der Kürze, dass wir hier noch distanzierter waren, als man es eh vielleicht schon aus der asiatischen Literatur kennt. Auch die Charaktere bekommen keinen Tiefgang. Die zwei Hauptcharaktere, ja, doch, die lernt man kennen, auch ganz gut kennen, aber alles andere blieb einfach blass und lief so nebenbei und es wurde auch nicht irgendwie tiefgründig, wenn es eben um diese Rezepte gegangen ist. Die Rezepte jedoch fand ich tatsächlich ganz lecker beschrieben, wenn auch die japanische Küche ja sehr fleischlastig ist, was ich ja gar nicht gut finde. Dementsprechend, also man muss es aber natürlich einfach in den Kontext von Japan setzen und ich weiß, dass Japaner gefühlt ja schon zum Frühstück ihr Fleisch zu sich nehmen. Aber, und jetzt schwinge ich rum, man konnte sich die Rezepte wirklich sehr gut vorstellen. Man hat die Gerichte vor Augen gesehen, man konnte da auch mal googeln, wie sehen die dann irgendwie aus, nach was könnten die schmecken, welche Zutaten bewirken, welche Geschmacksrichtung. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gelungen. Und ich muss sagen, so ein bisschen Hunger bekommt man dann durchaus auch beim Lesen. Es wird tatsächlich auch sehr schön auf die besonderen Regionen in Japan eingegangen. Das fand ich richtig schön. Und es spielten auch die Jahreszeiten, die dann eben ja einfach ganz vorhanden sind in unserer Welt. Irgendwie den Faden dahin. Und auch die Jahreszeiten spielen eben eine schöne Rolle, was mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Also allesamt ein okayes Buch, was ich mir auch anders vorgestellt habe, mir gewünscht hätte, es wäre eher so eine große Geschichte gewesen, wo eben immer mal wieder ein Gast in dieses Restaurant kommt. Ich glaube, der Autor hat sich keinen Gefallen getan, das wirklich in Kurzgeschichten zu packen. Für mich wird diese Reihe wohl nicht weitergehen. Also ich glaube nicht, dass ich mir den zweiten Band holen werde, bin aber natürlich froh und dankbar, dass ich das als Rezensionsexemplar lesen durfte. Und ja, zumindest was die Gerichte angeht und so ein bisschen diesen japanischen Flair-Besonderheiten, dass ich da wieder ein bisschen eintauchen durfte. Und was aus der Geschichte auch mitgenommen habe. Und das vierte Buch jetzt im März war dann wirklich ein Wälzer, ich glaube von über 700 Seiten und 25 Hörstunden. Threads of Power, die feinen Fäden der Magie von V.I. Schwab.
Habe ich eigentlich als Rezensions-E-Book erhalten, habe es dann aber auf BookBeat entdeckt und habe mich dann zum Hörbuch, ja, für das Hörbuch entschieden und habe es auch gehört. Sprecher ist Peter Lonzek, der mir auch vom Sprechen sehr, sehr gut gefallen hat, dem ich sehr gerne gelauscht habe und der dieser epischen Welt wirklich eine gute Stimme gegeben hat. Ich habe die Weltenwanderer-Reihe damals sehr, sehr, sehr geliebt. Band 1 steht hier auch stellvertretend im Regal und ich mag die Idee, die ja wie E. Schwab hier erfunden hat, mit diesen unterschiedlichen Londons, wo mehr oder weniger Magie herrscht, wo auch unterschiedliche Magiesysteme sind. Und ich mochte die Trilogie damals richtig, richtig gerne und war sehr gespannt, was sie hier Neues zaubert. Also wir haben jetzt wohl auch wieder den Auftakt einer Reihe und ich bin sehr gespannt, wo der Weg in dieser Reihe dann auch hingehen wird. Ja, die Geschichte selbst spielt 7 Jahre nach der eigentlichen Trilogie und dementsprechend ist das natürlich ein bisschen spoileranfällig, wenn ihr die Reihe vielleicht noch nicht gelesen habt, in den Klappentext und Ähnliches zu lesen. Ich versuche ein bisschen allgemeiner zu bleiben. Wir sind also 7 Jahre später, wir treffen auf die Charaktere von damals und es ist wohl so, dass der Schatten besiegt ist, dass das schwarze Loch in London geschlagen wurde, doch die Magie immer wieder ein Gleichgewicht braucht und es eben immer wieder dazu kommt, dass das Gleichgewicht auch seinen Weg sucht. Besonders Kell hat so ein bisschen gelitten aus der vorhergehenden Geschichte, wie er da rausgegangen ist. Er ist dennoch weiterhin an der Seite von Leila. Und ja, die jetzt eben auch als Freibeuterin unterwegs ist. Und da bin ich ja immer dabei. Piraten gehen für mich immer, gibt es gefühlt viel zu wenige Geschichten in der Fantasy. Von daher, ja, fand ich richtig gut. Und wir haben auch einen neuen König und der versucht jetzt natürlich auch eine Rebellion klein zu halten. Denn es gibt natürlich Rebellen, die jetzt hier eben auch ja gegen die Krone sind und er versucht, die zu verteidigen. Und auch in den anderen Londons blieb die Zeit in den letzten 7 Jahren eben nicht stehen und auch da geschah so einiges. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu spoilerig und ja, jeder, der vielleicht die Trilogie kennt, kann jetzt so ansatzweise erahnen, wo es so ein bisschen im Nachgang hingegangen ist und ich muss sagen, es war mal wieder eine tolle Fantasy-Geschichte von V.E. Schwab. Die Frau kann einfach schreiben. Ich mag ihre Welten, ich mag ihren Stil, ich mag es, wie sie mal ein bisschen leiser ist, dann lauter wird, wie sie spannender wird, alles ein bisschen ruhiger wird. Ich mag diesen Rhythmus in ihren Geschichten wahnsinnig gerne. Es geschieht richtig, richtig viel. Man merkt auch, dass in den letzten 7 Jahren in dieser Welt viel passiert ist. Und ich fand es toll, wie die Charakter sich entwickelt haben, dass man so ein bisschen auch eine Brücke gebaut wird zwischen diesen 7 Jahren, dass man eben gut versteht, warum, wie, was und wo. Und das hat sie richtig toll gemacht. Es war wieder spannend, es war packend, es war bildhaft und ich mag einfach die Charaktere. Also ich war sehr schnell wieder drin. Es hat ein paar Seiten gebraucht, weil auch bei mir diese Reihe ja 5, 6 Jahre her ist, würde ich jetzt vermuten. Ich weiß gar nicht, wann ist der 3. Band erschienen, 2019. Und da habe ich die Reihe dann gelesen. Und ich finde, man muss definitiv die Trilogie kennen. Ich glaube, man kann dieses Buch nicht freilesen, ohne die Trilogie auch gelesen zu haben. Ich glaube, sonst kommt man auch mit diesen vielen Erzählsträngen überhaupt nicht klar. Für mich war fast die Trilogie eine Spur zu lange her. Ich habe auch nochmal meine eigenen Videos dazu angeguckt, was ich dachte, fühlte und für mich so erzählenswert war. Und so war es dann schon möglich, nach 50, 60 Seiten vermutlich, also ich würde sagen, so knapp 10% hat es gebraucht, dass ich in dieser Geschichte wieder drin war. Manche Details und so Kleinigkeiten kamen dann auch in der Erinnerung wieder. Da merkt man, wie wahnsinnig gut eigentlich unser Gedächtnis ist, was dann irgendwo aus irgendwelchen Untiefen wieder raufkommt. Und ich glaube, es liegt auch am wirklich sehr besonderen und guten Schreibstil von V.E. Schwab, dass man hier wirklich reingezogen wird, dass Spannung sich aufbaut, dass wir eine ganz tolle Erzählgeschwindigkeit haben, dass die Magie so toll funktioniert, dass die weiterhin auch dieser Logik irgendwie folgt. Wir haben eine bildhafte Welt und ich mochte es wirklich gerne. Es war mir nur ein bisschen zu uninspiriert, zu uninnovativ. Wir haben hier einen König, wir haben hier eine Krone und wir haben hier Rebellen. Das ist nicht wirklich neu, das ist nicht wirklich immer so ganz spannend, weil man natürlich gewisse Dinge, Hebel, Intrigen und dann auch irgendwie einfach kommen sieht. Aber
was Vivi Schwab eben auch einfach kann, ist Charaktere ganz, ganz toll auszuarbeiten. Ich finde, sie hat hier wirklich wichtige Rollen ganz toll beschrieben. Sie sind unterschiedlich genug, damit man sie sprachlich auseinanderhalten kann, dass man sie unterscheiden kann und dann eben auch abgrenzen kann. Also man wirklich in diesen Rollen eintaucht und wirklich sehr gut merkt, wer bin ich, wann bin ich und wo bin ich derjenige gerade. So machen für mich auch die Sprünge zwischen den Charakteren sprachlich wirklich einen guten Unterschied, so dass man wirklich im Hören auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl einfach hat, man ist wirklich dieser andere Charakter. Und natürlich war das auch im Hörbuch wirklich richtig, richtig gut und ja, hat mir da auch richtig gut gefallen. Also es ist eine Empfehlung für alle, die Trilogie richtig toll fanden, die damals die wirklich gefeiert haben. Ich glaube, für Leute, die nur okay fanden, wird jetzt auch der erste Band der neuen Trilogie vielleicht daran scheitern, was man vielleicht sonst an Vivi Schwab durchaus kritisiert. Ich weiß, dass viele ihren langsamen Stil nicht so mögen, diese Ausführlichkeit. Ich mochte das sehr. Also ich mag diese Sprachgeschwindigkeit, die sie an den Tag legt. Mir macht das wirklich große Freude. Ich habe da viel Spaß gehabt beim Hören, habe wirklich jede Stunde sehr, sehr, sehr genossen, habe da wirklich auch eintauchen können, habe die Welt vor Augen gehabt. Ich glaube, es wäre vielleicht leserisch sogar noch eine Spur besser gewesen, weil man dann natürlich nochmal geistiger anknüpft an der Geschichte von damals. Aber wie gesagt, nach 10% war ich in der Geschichte drin und es gab viele Dinge, die wieder aufgetaucht sind, die mir bekannt vorkamen und ja, wo ich mich dann auch einfach wirklich lebhaft an viele Szenen gerade im dritten Teil erinnert habe, weil wir dahin natürlich so ein bisschen anknüpfen. Fand ich toll. Also wirklich tolles, tolles Buch. Bin da sehr gespannt, wie es in dieser Welt dann weitergehen wird und was es dann so auch ein bisschen mit unseren Charakteren auf sich hat, was mit ihnen passiert und freue mich da definitiv dann auch irgendwann aufs Weiterlesen oder ja, weiterhören. Und das fünfte Buch des Monats ist dann auch das erste Highlight im Monat, der Sommer, als wir träumen lernten, von Adriana Popescu. Adriana hat auf der Leipziger Buchmesse ja auch daraus gelesen und ich habe es aber tatsächlich direkt gelesen, als es eigentlich hier auch angekommen ist. Ich glaube, ich habe das eine Buch dann noch beendet und habe dann direkt zum neuen Jugendbuch von Adriana gegriffen. Ich bin ein großer Fan von Adriana. Ich glaube, das wisst ihr, wenn ihr schon ein paar Videos hier gesehen habt. Es gab auch einen ganz tollen Hangout mit Adriana auf meinem Kanal, den ich euch super gerne in der Infobox verlinke. Und ich mag auch ihre Jugendbücher super, super gerne. Und dieses Cover lädt natürlich tatsächlich zum Träumen ein. Und so habe ich mich gefreut, ja, dann im Grunde vier Jugendliche, die so das ein oder andere Päckchen zu tragen haben, auch zu begleiten. Denn ja, alle vier haben so ein paar Probleme zu Hause, in der Schule, mit der Familie, was vielleicht auch so ein bisschen ihre Einstellung zum Leben angeht. Und wir treffen eben Leo, Greta, Grete, ganz wichtig, Grete, Alex und Jannis. Und ihre Familien entscheiden sich eben dazu, die jeweiligen Kinder, also die vier Jugendliche, auf ein Therapiecamp zu schicken. Und sie kommen eben nach Schweden. In Schweden, so ein bisschen angekommen, finden sie ja die Natur natürlich nur semi-schön. Es interessiert sie nicht die tollen Wälder oder gar, dass die Natur irgendwie schön klänge oder auch, ja, so überhaupt die Gruppe. Alles ist irgendwie öde, langweilig und nicht so toll. Und die Jugendlichen fühlen sich da eben auch sehr eingeschränkt, weil ihnen das Handy weggenommen wird. Es darf nicht geraucht werden, es gibt keinen Alkohol, keine Drogen und sie fühlen sich da einfach verbannt vom Rest der Welt und sehr alleingelassen und merken aber, okay, mit dieser Truppe müssen wir jetzt eben, ich glaube, 2 Wochen auskommen und irgendwie müssen wir uns arrangieren und natürlich gibt es da auch Betreuer, die unterwegs sind, dabei sind, die Kinder unterstützen und da aber natürlich schon so, oder die Jugendlichen, aber man merkt schon, okay, so ein ganz inniges Verhältnis kann und darf und soll es da halt eben auch gar nicht geben. Es ist eben nicht der Elternersatz, sondern sie sind eben Betreuer, um diese Jugendlichen wieder auf den richtigen Weg zu begleiten. Und ja, wir begleiten die 4 Jugendlichen auch abwechselnd in den Perspektiven. Es schleicht sich noch die ein oder andere Perspektive mit ein und ja, so sind wir eben, ja, einen Sommer in Schweden und Adriana ist sozusagen die Reiseführerin und das hat richtig, richtigen Spaß gemacht. Der Stil von Adriana, ich kann es immer nur wieder sagen, ist einfach großartig. Ich mag, wie modern er klingt, wie toll sie Dinge beschreibt, wie sie uns hier mit nach Schweden genommen hat, wie sie die Jugendlichen zeigt, dass sie hier wirklich tief in die Probleme
eintaucht, aber einfach die Leichtigkeit nicht verliert. Es sind Jugendliche, die Probleme anders sehen, anders angehen, anders vermitteln, und das macht Adriana einfach nur großartig. Ich mag die Art, wie sie Dialoge schreibt. Immer wieder schmunzel ich über Dialoge, bin begeistert, wie lebendig, authentisch und echt sie sich anfühlen, und ich mochte es auch hier sehr, wie wir Emotionen gezeigt bekommen. Also das, ich habe besonders mit einem der Jugendlichen so ein bisschen eine engere Connection, Verbindung gehabt und fand es toll, wie hier die Emotionen gezeigt wurden, wie der Charakter so ein bisschen uns durch sein Leben, seine Emotionen, seine Gefühle, seine Gedanken geführt hat, und ich fand es einfach großartig. Also für mich war dieses Buch trotz der etwas schwereren Themen, die aber doch ein bisschen in einem ähnlichen Kreis lagen, fand ich es wirklich richtig toll gemacht, und ich glaube, wäre ich Jugendliche jetzt in der heutigen Zeit, ich würde solche Bücher wirklich feiern. Ich finde es so, so schade, dass ich früher in meiner Jugendzeit nicht solche ernsten, dennoch modernen, authentischen, echten, leichten Bücher ja irgendwie gehabt habe, sondern dass da ja oft diese heile Welt irgendwie nur gezeigt wurde. Und ich finde das aber ganz wichtig und ganz, ganz, ganz schön. Das soweit ein bisschen zum Stil. Ich finde tatsächlich, dass sie es auch immer schafft, dass ich Gespräche, Emotionen nicht holzig anhören, dass es wirklich auch nicht geschrieben klingt, sondern man sich wirklich vorstellen kann, Jugendliche stehen zusammen, unterhalten sich, werfen sich Dinge an den Kopf, sind nicht immer nett, sind nicht freundlich, sind nicht offen. Das macht sie wirklich einfach immer großartig. Die vier Jugendlichen an und für sich sind schon im Stil sehr nah aneinander dran. Und das tut aber tatsächlich dem Highlight hier für mich nichts an Abbruch, weil ich es einfach großartig fand, wie toll die vier dann auch agiert haben. Miteinander, mit anderen, wie die Nebencharaktere gezeichnet wurde. Ich glaube, dass es auch für die Zielgruppe an und für sich nicht wichtig ist, wie sich die vier Charaktere sprachlich abgrenzen, beziehungsweise gibt ja noch eine andere Perspektive, die durchaus ein bisschen rauer und älter wirkt. Und das ist gar nicht so verkehrt. Die Charaktere haben eben immer sehr schnelle, kurze Kapitel, was es wirklich möglich gemacht hat, das Buch in gefühlt wirklich Rekordzeit zu beenden. Weil man sich eben immer denkt, oh, noch ein Kapitel, noch eine Perspektive. Oh, jetzt will ich natürlich wissen, wie es bei dem weitergeht. Oh, jetzt kommt noch die. Und so bin ich wirklich durch dieses Buch geflogen, auch wenn ich mir einfach wünschte, es hätte ein bisschen länger gedauert, aber gut, es liegt ja an mir. Von daher, ja, fand ich es wirklich toll, wie sie das gemacht hat. Nicht unbedingt mit Cliffhangern in den Kapiteln gearbeitet, aber man wollte natürlich einfach weiter in dieser Geschichte bleiben. Und so fand ich wirklich, dass die Lesegeschwindigkeit zugenommen hat während des Lesens und ich wirklich einfach großartig fand. Es sind natürlich schwere Themen, auch gerade wenn man denkt, es sind ja Jugendliche, die eigentlich eine schöne Zeit haben sollten, aber man merkt schon, dass die Geschichte hier nicht so überladen ist wie zum Beispiel die letzte, wo es mir ja einfach zu viele Themen waren. Auch wenn hier alle vier Charaktere ihr eigenes Päckchen zu tragen haben, waren sie doch so ein bisschen näher beieinander und es waren nicht immer die ganz großen Probleme, sondern natürlich auch einfach so Alltag, der auch manchen einfach ein Problem darstellt. Und es war hier aber schön tiefgründig. Es war nicht irgendwie oberflächlich an den Problemen gekratzt oder an den Lösungen, Möglichkeiten, Gesprächen, sondern wir sind ja wirklich tief reingegangen und das fand ich richtig schön, richtig angenehm und fand eben auch, dass die Charaktere sehr spannend gezeichnet wurden, dass sie sehr authentisch wirkten, sehr echt wirkten, dass die Probleme auch wirklich Alltag waren, dass man das nachvollziehen kann, was es eben auch für Missverständnisse mit Eltern, Lehrern, Schule geben kann, die Selbstfindung in dem Alter, das fand ich richtig, richtig toll. Hat mir wirklich großartig gefallen. Ich mochte es auch, wie sich die Charaktere entwickelt haben. Und ja, jetzt waren es, glaube ich, nur 2 Wochen in diesem Camp. Da kann man noch nicht von der größten Entwicklung sprechen. Aber ich mochte, dass man durch die Gruppendynamik und eben die Einzelperspektiven so ein bisschen gespürt haben, in welche Richtung geht es, wie verändert sich jeder Einzelne, wie entsteht da auch die Gruppe, wie verändert sich diese Gruppendynamik, sobald sich eben 2, 3, 4 irgendwie wo finden und in den Austausch kommen. Und das fand ich richtig toll. Ich fand auch schön, wie die Nebencharaktere gezeichnet wurden, wie ja auch gerade die Perspektive dann eben ein bisschen erwachsener und sachlicher wirkte. Das hat mir richtig gut gefallen und ich habe halt die vier auch wirklich sehr schnell ins Herz geschlossen und war da an mancher Stelle durchaus sehr, sehr, sehr emotional. Und es gab auch sehr coole Momente im Camp. Ich fand es ganz toll, dass sie zum Beispiel Einwegkameras bekommen haben. Ich glaube mit
26 Bildern, 27 Bildern, ich weiß es nicht mehr. Und ihnen dann eben auch erklärt wird, was der Unterschied ist zu unserem digitalen Zeitalter und wie toll es ist, jetzt eigentlich 27, 26 Chancen zu haben. Ja, haltet mich hier nicht fest auf dieses, auf die Anzahl der Bilder für die perfekte Erinnerung. Und das fand ich so, so schön und dachte, ja, der Unterschied war damals. Da hat man sich wirklich überlegt, von was macht man ein Foto, weil natürlich das Entwickeln gedauert hat. Der Moment eigentlich auch irgendwie perfekt oder unperfekt perfekt sein sollte. Und da gab es viel weniger Schnappschüsse und ich sage jetzt mal so sinnlosere Bilder, wo man die Natur dann fotografiert hat, weil gerade der Regenbogen schön ist. Das hat man früher einfach weniger fotografiert. Hatte Vorteile, aber natürlich ist es jetzt auch einfach schön, das festzuhalten und als Erinnerung zu speichern. Und ja, ein perfekter Jugendroman, der mich nicht hätte mehr abholen und begeistern können und den ich wirklich in Schnelligkeit durchgelesen habe, begeistert war und ich mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt habe und mich hier wirklich sehr gefreut habe, das Buch so früh auch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen zu haben, dass ich wirklich auch direkt damit lesen und starten konnte und es dann eben auch noch vor der Buchmesse beendet habe und auch so der Lesung von Adriana natürlich wunderbarst folgen konnte und da so ein bisschen tieferen Einblick in die Geschichte bekommen habe. Richtig, richtig toll. Adriana hat hier wirklich wieder einen rausgehauen und ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Und natürlich kann ich dieses Buch nur absolut jedem empfehlen, der offen für Jugendliche ist und der gerne im Jugendbuchgenre unterwegs ist oder eben auch Jugendliche beschenken möchte. Also Highlight und wirklich große, große Empfehlung von mir. Und das war jetzt auch schon der erste Teil meines Büchermonats März mit den ersten 5 Büchern des Monats. Und vielleicht war ja das ein oder andere Buch auch für euch dabei. Ich bin natürlich gespannt, ob ihr eins der Bücher kennt oder was euer Highlight im März gewesen ist. Lasst uns da gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und ich hoffe, ihr freut euch jetzt auf den zweiten Teil, der in der nächsten Woche folgen wird. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.